okay, wir machen die Zeitung. Und jetzt ist das Erste, da ist natürlich jetzt alles außen, wir machen so einen Fokus und wir rastern das ab. Und weißt du, wenn du da wirklich bewusst bist, dass jetzt im normalen Sinne immer, wenn du drüber fährst, musst du innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, ich rede jetzt normal, entweder eine Reaktion sein, entweder interessiert dich was oder dich kotzt total was an. In beiden Fällen, du findest es toll, neugierig oder scheiße neugierig, bleibst du stehen bei dem Bild. Aber weißt du, diese Anzeigen da sind, wo du dir im Nachhinein eingestehen bist, ich weiß gar nicht, was da war, die sind dir gar nicht bewusst worden, irgendwelche Kleinanzeigen oder irgendwelche Artikel, wo du, ich sage jetzt einmal normal, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden beim Drüberfahren, jetzt hast du mal feststellen musst, interessiert es mich oder interessiert es im Hintern, dann rauschst du bloß drüber, weil dir die gleichwertig sind. Alles, was dir vollkommen gleichwertig ist, tritt praktisch nicht in Erscheinung. Und wenn es in Erscheinung treten sollte, was du aber nicht mitkriegst, ist es schon wieder weg, bevor du das überhaupt registrierst, weil du eben nicht resonierst. Das heißt, wenn du jetzt heimfährst, dann kommst du an einer Kreuzung am Schiffler vorbei. Stehen da Straßenkreuzer, wenn du heimfährst? Niederhofen? Stehen da diese Wegweiser? Deine Logik sagt ja. Wenn du das jetzt beschwerst, wenn du heimfährst, siehst du, wenn du über die Kreuzung fährst, jeden Tag keine Straßenkreuzer. Deine Logik sagt, die sind ja auch dann da außen, wenn ich nicht hinschaue. Das musst du vergessen. Es existiert nur das. Jetzt pass auf, angenommen, du zuckst durch einen Kumpel und du weißt, der wohnt in blablabla Hintertupf oder in Egerding. Und jetzt fährst du und jetzt kommst du in die Nähe ohne Navigationssystem, dann fieberst du schon, hoffentlich ist an der nächsten Straßenkreuzung ein Wegweiser, wo der Name draufsteht. Das heißt, du machst schon selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn du jetzt so auf Dreichlingen überfährst, du siehst überhaupt kein hier Schambach oder was, die existieren nicht. Jetzt, sobald du jetzt dir natürlich Gedanken machst und jetzt kommt wieder dieses, existieren die eigentlich, existiert die Brille, wenn ich nicht daran denke, existieren die Schilder, denkst du an die Schilder. Und damit erzeugst du komplettes Sinngefühl, das ist ja sowieso immer alles da außen, Bruch des zweiten Gebotes. Aber in Wirklichkeit ist immer nur das in einem ständigen Wechsel da, wo du einen Fokus hast. Bei der Zeitung heißt es, dass die Zeitung gar nicht da außen ist, sondern du hast ständig wechselnde Bilder. Wenn du magst und die Bilder, die dich nicht interessieren, wenn ich jetzt drüber fahre, meine ich, die sind ja da außen. Und wenn ich jetzt da drüber fahre, Dampfer registriere ich überhaupt nicht, Verstehst du? Einfach nur so einschwenken. Aber normal ist es ja so, dass wenn ich jetzt von hier zu ihr schaue und was erkläre, existiert das überhaupt nicht, wenn ich den Kopf drehe. Und das ist ja der okay, jetzt pass auf. Jetzt kommt, also das heißt, da außen ist gar nichts. Das heißt, wenn dein Internet nicht abreißt, sag ich, muss ich gestern mal auf Vodafone da. Vodafone! Jetzt pass auf. Wenn es Internet, du skypst, super, alles läuft, existiert dann das Internet. Deine Logik sagt ja, sonst könnte ich ja nicht skypen. Ich sage, in dem Moment, wo ich dich frage, existiert das Internet, schon aufgrund der Frage hast du das Internet im Kopf. Wenn du aber skypst, existiert das Internet, nicht einmal das Programm Skype, weil nur das existiert, was du siehst, was du denkst. Alles andere ist zwar da, auf der Festplatte oder im Arbeitsspeicher, aber es existiert nicht. Rot ist und blau ist da. Wir machen mal das da, haben wir zwei Möglichkeiten, geöffnete Schöpfung, geschlossene Schöpfung. Wir können das A ja auch als Augenblick setzen, die 70, dann heißt es ein geöffneter Augenblick. Dieses 470 heißt übrigens Wissen. Das, was du weißt, ist das, was existiert. Du kannst immer nur das wissen, was als existent in deinem Kopf da ist. Zum Beispiel, denkst du jetzt, boah, ich muss mir jetzt ein Brot machen. Da war Reizauslöser, da nämlich ein Gefühl. Es hat kurz, das ist nicht einmal ein Bild. Ich sage, die oberste Ebene, ein Hauch von Gefühl an Ruhe ist in dir auftaucht. Sobald er zum Existieren anfängt, reagierst du auf den Reizauslöser und sagst, ich muss mal Brot machen. Jetzt, wenn ich dich frage, ja, weil ich einen Hunger habe, den hast du aber erst kurz vorher, ist schon wieder blöd. Magst du, vorher gibt es nicht, das passiert nämlich immer jetzt. Bist dabei? Gut, wenn du das jetzt gecheckt hast, dass jetzt ich immer wieder sage, dasselbe ist, jetzt machst du dir Gedanken, so wie ich sage, sobald du dich fragst, war die Brille die letzte Zeit da, denkst du dir die letzte Zeit? Das ist einfach nur ein geöffnetes Nichts und schon die Frage, war die Brille da, ist in dem Moment die Brille da, während du das aufmachst und dann ist sofort das Gefühl da, dein Körper, jetzt spürst du den Körper, wenn wir reden, war dir die letzte 10 Minuten da, spürst du und sagst selbstverständlich. Wenn du aber ganz ehrlich bist, hast du an den erst gedacht, wie ich das anspreche? In den meisten Fällen. Das heißt, es ist immer alles da, aber existieren tut nur das, was du zu sehen bekommst. Und wenn es nur ein Hauch von einem Gefühl ist,
wo du wieder reagierst. Wenn dir was gleichgültig ist, ist das aber, existiert das erst gar nicht. Das heißt, es ist nicht der Zeitung, wo du bloß die Plus-Minus-Artikel anschaust, wo du resonierst, sondern es tauchen erst bloß diese Dinge auf, wo du resonierst. Und die anderen sind, bleiben im Speicher. So, und jetzt laufe ich ganz einfach, ich quatsche mit meiner Maus und irgendein interessantes Thema, das wir uns unterhalten, und dann kommt der Reizauslöser, dass nur der Gedanke in mir kommt, tut mir eigentlich die Hüfte nur weh und ich denke an die Hüfte. Und dann ist schon wieder, sobald du an die Hüfte denkst, soll ich noch, nee, super jetzt. Oder siehst, es ist nur eine Seite davon da, aber die Hüfte existiert gar nicht, wenn ich nicht dran denke. Dein Bein existiert nicht, wenn du nicht dran denkst. Das logisch begriffen zu haben, wenn du es durchspitzt bist, das installiert es. Das ist der Weg in die Freiheit. Also nochmal, tausendmal sage ich, solange du mit irgendwas nicht einverstanden bist, denkst du immer genau an das, womit du nicht einverstanden bist. Das heißt, du wirst mit dem Michael so lange nicht einverstanden sein, der wird dir so lange in den Kopf rumschwimmen, so lange du dir Gedanken machst, was da ist. Erst wenn er dir total am Arsch vorbeigeht, löst er sich komplett in Luft auf. Solange du was bekämpfst, zum Beispiel eine Krankheit, existiert die Krankheit, weil du sie bekämpfst, wärst dir so wurscht wie das Wetter. Darum sage ich so oft, wir müssen die Sachen, dein Leben ist wie das Wetter. Ein ständiger Wechsel, wo du null Einfluss drauf hast. Ich könnte jetzt sagen, du bist der träumende Geist, was in dir auftaucht mit einem ständigen Wechsel, du hast deine Reaktionen, du hast keinen Einfluss drauf. Du hast keinen Einfluss drauf, was in dir als Reizauslöser auftaucht, und du hast keinen Einfluss drauf, wie du reagierst, weil das dein Programm macht. Und ihr solltet wissen, dem wird es so scheißegal, ob du dich drüber aufregst oder nicht. Und wenn du das gecheckt hast, regst du dich überhaupt nichts mehr auf, weil das einfach nur Momente sind. Und dann wird es dir gleichgültig. Aber heute Morgen, wenn du jetzt aber sagst, der Udo hat gesagt, das muss mir gleichgültig werden, dann kriege ich es los. Dann ist er nicht gleichgültig, weil du bist ja los. Ja. Was hat Udo heute Morgen gesagt? Im Selbstgespräch hast du gesagt. Holger? Heiko, hast du Heiko? Ja. Heiko ist nur mal der kurzes danach, wenn er es reingestellt hat. Was habe ich doch gesagt? Das Einzige, was wir verändern können, ist die Reaktion, die Interpretation auf das, was es braucht. Nochmal, du musst verstehen, nochmal. Du hast ein Programm, das ist dein Schwamminhalt. Okay? Du kannst deinen Schwamminhalt, das sind zwei Ebenen, das ist der Schwamm selber und der Schwamminhalt. Der Schwamminhalt ist nur angelesenes Wissen, Tradition, was dir gefällt, die Jeans, was du schön empfindest, wo immer wieder die Beispiele, es ist keine Kritik, ich beschreibe, dass ich immer sage, das, was die Leute jetzt schön empfinden, wie ich in die Disco gegangen bin mit 18 Jahren und mir nur so Jeans geklecht hat, keiner hätte sich ihn. Wäre keiner mit der Hose fortgegangen, war ja nicht als Assel. So wärst du in der Disco gar nicht reinkommen. Was jetzt hier die für 300 Euro kaufen. Dann jetzt die klassischen Jefferson-Frisuren, die hinten hat sich, wenn ich aufgewacht wäre, zu damaligen Zeitpunkt davon nur so einen Block gehabt, die meisten. Ich habe nie lange Haare gehabt. Aber zumindest den 70er Jahren. Ja, genau. Wenn ich aufgewacht wäre mit einer Frisur, wie die jetzt aus dem Jefferson rausgeht beim Schiffler, da wärst du nicht aus dem Haus gegangen, ist der Zipfel mit sie aufgesetzt. Und ich sage jetzt nicht, was richtig und verkehrt ist, sondern was da umfällt. Wenn die jungen Mädchen sich jetzt wieder tust und Bierfings zupflastern. Almener vor 20 Jahren hören mein Zungenbiersing-Beispiel, wo ich klipp und klar sage, wenn du das Almener-Beispiel kennst, hier mit dem Zungenbiersing-Beispiel, die meinen alle, die haben eine eigene Meinung und einen eigenen Skal. Kennst du das Zungenbiersing-Beispiel? Also pass auf, du denkst, das ist eine 13-Jährige, die kommt heim und sagt, Papa, ich will Zungenbiersing oder Nasenbiersing. Papa ist spießig, weil ihre Freundin bei mir in der Schule haben alle Tattoos und Piercings. Der Papa ist spießig und sagt, nein, der lässt es nicht zu. Solange hier du nicht volljährig bist, machst du das, was ich sage. Dann ist die Alte sauer und dann kann der Papa machen, was er will. Entweder lässt er es ihr machen oder nicht machen. Aber sie wird sauer sein, wenn er es nicht machen lässt. Logisch, kannst du nachvollziehen. Jetzt pass auf, jetzt drehen wir das rum. Ich katapultiere uns einfach in dem Zeitfenster zurück in die 70er Jahre oder in die 80er Jahre. Wie ich meinen Laden aufgemacht habe, mein Tonstudio. Pass auf, ein 13-Jähriger kommt heim und der Papa sagt, pass auf, Töchter, die mir vorne zu hin, ich lasse der Eisen durch die Zunge schießen. Wenn das keiner macht, wie reagiert sie jetzt drauf? Genau dieselbe 13-Jährige, nur mit einem anderen Programm. Meinst du, dass das die Meinung der Menschen ist, was die anziehen? Die sind alle so geil und so wissend im Nachblabber. Aber jetzt, Asche über ihr Haupt, es sind Figuren in einem Traum, mich dreht sich nur der träumt, der muss, was soll mir das sagen? Meinst du, dass deine Meinung in Bezug auf irgendwas deine Meinung ist? Deine Meinung ist eine andere. Du hast einen Schwamminhalt, du bist der Computer, der Geist und du hast ein Programm. Das ist der Schwamminhalt. Und das läuft in dir, das zwingt dir alles auf. Das, was du willst, das, was du nicht willst, deine Feindbilder. Das ist immer, wo ich jetzt in Fränke jetzt nicht angreife, wie das war hier, Bildzeitungsüberschrift. Nur Überschrift. Dampfen ist tödlich.
große Überschrift, pass auf, wenn du weiterliest, haben die natürlich geschrieben, dass die da in Amerika irgendwelche Drogen mit reingemischt haben, schon wieder Menschen sind umgekommen. Die Überschrift ist, Dampfen ist tödlich. Die große Mache macht halt den, Dampfen ist tödlich. Bricht der Umsatz um 80% ein. Innerhalb von 2 Tagen. Oder Fritten, da war Acrylamid. Wenn du Weizen oder diesen Stoff, wenn der zu heiß wird, wenn der braun wird, und so gutes braunes Brot, Brennerbecken und so weiter und so fort, Holzofenbrot, Kruste, Bratkartoffeln, große Überschriften, wurde festgestellt, das erzeugt Krebs. Ihr Bruder hat bei Vorfrost gearbeitet, es ist innerhalb, nach diesem Artikel in den Nachrichten, von einem Tag auf den anderen 90% weniger Fritten verkauft von beim Vorfrost. Wir sind keine Profiten mehr aus dem Supermarkt draus rum. Die Leute, das ist die Meinung der Leute. Voll austauschbar. Oder dein Kaffee. Voll austauschbar. Okay? Das heißt, du hast keine Meinung, deine Meinung ist eine andere. Und das ändert sich ständig in einer Revolution zu allen Zeiten. Es war noch nie anders, wird nie anders sein. Was jetzt ist, und jetzt komme ich auf deine Antwort, dass wir 2 Ebenen haben. Ich rede immer von den Schwamminhalt. Und du wirst merken, mein Mausweinbaustuhl und so weiter, du hättest prinzipiell die Möglichkeit, deinen Schwamminhalt zu erweitern, was aber fordern würde, dass du Sachen, die für dich hundertprozentig logisch sind, plötzlich um 180 Grad drehst. Du merkst, was ich immer sage, Holofeeling dreht, hast du mal die komplette Gegenseite. Wenn du sagst, das Ding hat keinen Henkel, so ich das hat einen Henkel. Und dann sagst du, ich bin ja verrückt, weil das verkehrt ist, was ich sage. Das ist ein simples Beispiel. Da hättest du die Möglichkeit, dir die anderen Sichtweisen anzuschauen. Es gibt keine Internetseite, wo du mir zeigst, wo ich dir nicht zeige, dass es viele Internetseiten gibt, wo es Gegenteil behauptet wird. Du zeigst mir Seite, dass der Putin ein Verbrecher ist, ich zeige dir, was das für ein Wohltäter ist. Du zeigst mir Seiten, dass der Trump Arschloch ist, und zeig dir Seiten, wo die sagen, das ist der neue Messias. Das Erste, was du kriegst, das Erste, was du liest, das ist bei Jugendlichen. Du bist der Computer, die erste Betriebssystem und Programm, wo ich dir drauf mache, wird zum Vergleichsmaßstab. Und wenn du jetzt als erstes Basic kriegst und dann kommen Windows-Daten, sind die schon verkehrt. Und das sucht sich keiner raus. Das ist immer noch der Schwamminhalt, aber wir haben auch noch den Schwamm. Das heißt, wenn jetzt die Irene als Säugling verschleppt worden wäre nach Persien, habe ich so oft gesagt, dann würde sie jetzt an anderen Glauben haben, sie wird eine andere Sprache sprechen, die wird hundertprozentig kein Schweinefleisch essen und so weiter und so weiter. In Indien wieder was anderes. Aber wenn sie jetzt in den Spiegel schaut, dann wird sie komplett dieselbe Irene sehen. Das ist der Schwamm. Bist dabei? Das geht übrigens dann tiefer, wo ich auch gesagt habe, mir fällt immer der Briefträger Schmidt ein, seine Kleine, wo er gehabt hat, aber bei der Morgen, wenn die läuft, geht es einen ganz eigenartigen Schritt. Da kann ich dir sagen, wenn ich in ihren Vater wirklich gelaufen sind von mir, die hat denselben Schritt wie ihr Vater und beim Briefträger schmiert, wenn der Kleine, der beim Rennen, der hat den Fuß immer so geschmissen. Weißt du, das ist ganz komisch, beim Rennen hast du den Fuß so raus. Und die Kleine mit 6, wenn die rennt, schmeißt den Fuß genauso raus wie ihr Vater. Das ist auch Schwamm. Das ist nicht Programm, sondern Schwamm. Das ist eine tiefere Struktur. Aber du wirst irgendwann noch mal feststellen, denk an meine halb ausgebrüteten Hühnereier, wenn du das selber ausprobierst, selbst wenn dir das logisch erscheint. Den Schwamm, den könntest du prinzipiell erweitern oder verändern, aber selbst da sind so hartnäckige Strukturen, dass wieder besseren Wissens sich das der Zweite, wie ich so am Dreck drum steht, ob dir das mittlerweile logisch erscheint, Höhenangst oder meine Hühner, meine halb ausgebrüteten Enteneier, musst du wirklich ausprobieren, wenn du das sagst, die schmecken wie ein rohes Ei. Wenn du ein rohes Ei essen kannst, kannst du die auch essen. Probier's einmal aus. Und sobald du das Ding aufmachst und du hast da halb ausgebrütete Ende drin, da ist der Schnabel schon, da sind ein paar Federn, die Glotzaugen mit dem Schnabel hässlich, dann hängt er dir den Dottersack. Es schmeckt wirklich genauso wie ein rohes Ei, wenn du rohe Eier essen kannst. Es hat denselben Geschmack, aber wenn du das Bild siehst und du merkst, da die Knochen sind über Matsches, wenn du das im Kopf hast, die Konsistenz alleine, du kriegst so einen Brechreiz, die kommt ein Egel an, es schmeckt nicht anders. Meine Maus hat immer früher gesagt, beim Essen, das kann ich nicht essen, das ist glibberig. Dann habe ich gesagt, Spatz, glibberig ist eine Konsistenz und kein Geschmack. Wenn du sagst, das schmeckt mir nicht, das ist nur Mundgefühl. Jetzt, die nennen ja das nicht mehr Konsistenz, in der neuen, besseren Küche nennen wir das Struktur. Das ist Spitzenkäse-Song, die Struktur, das Mundgefühl, die muss auch passen. Und die Textur. Einen Satz. Ich lange ja oft jetzt Schweinchen an, ne? Ich denke immer an Frauen. Das ist kein Problem. Kann ich verstehen. Das fühlt sich oft kann man so an. Kann man alles umprogrammieren. Das fühlt sich oft so an. Rollischer Beruf. Weil das heißt,
erspare ich mir. Ist das super. Du altes Stalker. Das ist doch das Holger-Andrea-Programm, zitiert nochmal. Hat jetzt das aber, was ich mitteilen müsste, ist, wenn besser rüberkomme? Das hat sie die Bilder und das kotzt nochmal. Ich habe das dann nochmal gesagt, dass wir mir jetzt hier ein Videospiel sind, da hat KI drauf, die KI sind die Personen. Okay? Videospiel. Und dieses, das habe ich nochmal verfeinert und ich habe nochmal kurzes, wenn es der Heiko reinschreibt, das heißt, ich es anschauen, weil ich unmittelbar nochmal telefoniert habe, habe ich das nochmal aufgegriffen. Und das heißt, wenn wir jetzt dieses Programm auf dem Computer haben, du bist eigentlich der Computer. Aber das ist nur ein Bücherregal. Bücherregal ist eine eigene Welt, wie GDA-Welt oder Red Dead, Temptation-Welt, Western-Welt, mit Film-KIs. Und all diese KIs, die da drauf sind, das sind Bücher im Bücherregal, eigene Leben. Und in dem Moment, wo wir eine KI selektieren als Spieler, dann erlebt dieser Spieler das, was er mit seiner Logik macht. Was er nicht verändern kann jetzt erst einmal, ist die Welt selber. Das heißt, wenn ich jetzt sage, wir haben das Videospiel und unser Videospiel, unser Bücherregal ist jetzt unsere Sache, ich greife das von heute Morgen auf, das könnt ihr euch noch anhören, und ich sage jetzt meinetwegen, egal welcher Spiel ich bin, wenn ich jetzt nach Eichstätt gehe und ich stehe an einer Kreuzung, dann habe ich auf einer VR-Brille ein Bild und jeder Spieler, egal welches Buch du liest, ob du jetzt der Jo bist oder ob du die Sonja bist, wenn du in Eichstätt in diese Richtung schaust, baut sich dieses Bild, diese Landschaft auf und wenn du den Joystick im Kopf nach rechts und nach links drehst, hast du genau diese Veränderung. Das Bild ist unabhängig, welche KI jetzt diesen Ort aufmacht. Das ist die eine Ebene. Jetzt haben wir noch eine emotionale Ebene, wo ich sage, dass deine Reaktionen in einem emotionalen Bereich komplett deine Zukunft verändern. Ich sage, du musst deine Vergangenheit, sprich deine alte Struktur verändern, um eine neue Zukunft zu bringen. Mein Beispiel mit der Scheibe zur Erdkugel. Und dann ist mir gekommen, das habe ich jetzt so oft erklärt und mit dem Holger-Beispiel, es geht nicht um Holger und die Andrea, das Berühmte, wo wir in Wien waren, er ist ein totaler Morgenmuffel, ich sitze da, die zwei sitzen sich gegenüber. Und jetzt pass auf, interessant ist, wenn ich das Holger-Programm habe, in diesem Moment ein Ding, habe ich auf meiner VR-Brille die Andrea, in dem Moment, wenn ich in dem Moment die Andrea bin, habe ich einen Holger auf der VR-Brille. Jetzt mache ich einmal zuerst aus der Sicht von der Andrea. Die Andrea, es war jetzt übrigens Originaltext im Udo, wenn ich zurückspiele, als wertfreier Beobachter. Die Andrea sagt, Holger, soll ich mir ein Brötchen machen? Holger sagt, nein, ich will kein Brötchen. Jetzt muss man wissen, der Holger war ja VW-Manager. Ist zwar für mich ein Rätsel, jetzt macht er, aber er war nicht ganz klein. Ich habe das gesehen, wie wir bei Audi die Reifen wechseln haben. Der hat seinen Werksausweis, das ist ein roter Balken drauf, der darf mit seinem Ausweis sogar bei Audi in die Forschungsabteilung reingehen. Immer noch. Weil offiziell ja noch dort ist. Also ist nicht irgendwie ganz klein gewesen, gibt es eine riesen Hierarchie. Und wenn du die Posten hast, da ist er gewöhnt, wenn er was sagt, dass das gemacht wird. Und wenn er Nein sagt, ist Nein. Also sie fragt, soll ich dir ein Brötchen machen? Holger sagt Nein. Ganz normal ist halt, morgen ist er halt ganz schwer. Ja, ich habe ihn schon auf der Lehrbahn. Ist besser geworden. Jetzt pass auf, sie, die Eigenart, sie will ihm unbedingt was Gutes tun. Das ist ihr Programm. Andrea halt hu und laut und quirlig und sie will ihm was Gutes tun. Komm, ich mach dir Brot, was ist denn drauf? Er zum zweiten Mal, nein, ich will kein Brot. Ich sitze dort und hab dann komm, jetzt hab ich hier schon die Handschlagmatte schon an der Seite, hat schon angefangen aufzubilden. Komm mal, da willst du Eier, ich hol dir Eier. Nein, danke, ich will nichts. Komm, ich kann da auch ein Müsli machen. Ich hab doch schon viermal gesagt, dass ich nichts esse. Das war dann zu viel. Die Loriot, ne? Jetzt pass auf. Das ist jetzt von der Seite her. Sie hätte eigentlich nach dem zweiten Mal schon merken müssen, er ist morgenhoflich. Ich weiß zum Beispiel hier, es ist leichter, eine Atombombe zu entschärfen, als meine Marion morgen, wenn sie aufsteht. Nein, so schlimm ist es nicht, aber ich habe es leicht überzeichnet. Sie hat morgen ihre Wisse, ihre Ruhe. Da hat sie ihren Rhythmus und dann, du, mir haben wir total gelöst, die Atmosphäre. Ich darf bloß nicht groß viele Fragen stellen oder etwas sagen wollen. Dann geht es super. Jetzt pass auf, aus meiner Sicht ist es eigentlich krank. Da ist eine, die will unbedingt was Gutes tun und es treibt ihn zum Weißglut. Das hat, wenn sie jetzt nicht nur ein Mechanismus wäre, Andrea-Programm, ich habe jetzt von dem Andrea-Programm, ich beobachte Tierchen gucken, heißt, vollkommen wertfrei schauen, Blutverhalten, Fressverhalten, Interessen und so weiter und so fort, und sie will mit aller Gewalt ein Gedanken machen. Ein Gedanken kann man eh nicht machen.
Wenn jetzt da ein Geist dahinter gewesen wäre, hätte ich nach dem zweiten Mal schon merken müssen, dass der immer, ich habe das zum Beispiel gesehen, dass der immer mehr die Schläfe anschwillt, dass ich das bis zum vierten Mal, ich hab doch schon, richtig, ich, was schon, nein, ich will nichts. Und dann, ich hab doch schon viermal gesagt, dass ich nichts will. Das hat sie mir mitgekriegt. Wenn ich jetzt Geist bin hinter der Andrea, habe ich mein Programm laufen, ob ich beobachte, was ich mache, schau, wie du reagierst und schau, wie das Gegenüber die Programme reagieren. Wir spielen ein Videospiel. Und dann hätte sie das einfach ruhig lassen können. Und ich sage immer wieder, du kannst an dem Programm, die anderen Programme momentan nichts verändern. Was du verändern kannst, ist deine Motivation und dein Werbeprogramm. Wenn sie das gemerkt hätte, sage ich immer wieder, wenn dir das gelingt, dass du dich in den Griff kriegst, also das nicht mit Gewalt nochmal und nochmal und nochmal, dann werde ich anfangen, die Programme zu verändern. Die kommen dir dann entgegen. Jetzt machen wir das aus dem Holger seiner Sicht. Okay, er will nur seine Ruhe haben. Sie wettert, er sagt nein. Sie wettert nochmal, er sagt nein. Wenn er jetzt einen Geist dahinter hätte und hätte nur beobachtet, dann hätte er festgestellt, die will mir eigentlich was Gutes tun. Was soll ich die überhaupt ab? Jetzt kommt, jetzt hat sie sich auf mich verschwendet. Ich muss dazu sagen, ich habe die Nacht seit langem, weil ich so einen blöden Zitronensaft drum habe, habe ich Sodbrenner gehabt. Ich habe die ganze Nacht Sodbrenner gehabt. Dabei, also und ich wollte gar nichts essen. Jetzt kommt sie zu mir, komm, dann mache ich Bierbrötchen, Dann habe ich gesagt, na danke du, ich habe die ganze Nacht Sodbrenner. Komm, ich mache eins, fängst du das Spiel bei mir an. Dann, pass auf, ich habe ganz anders reagiert. Komm, dann sage ich, okay, dann gib mir bitte aber ohne Butter und bloß eine Scheibe Käse drauf, dass ihr Ruhe gibt. Habe ich gesagt, weil ich merke, sie will mir Freude machen. Dann macht sie ein Butter und ihr ein Kuting, haut sie mir einen Süppchen Leberkäse unter das Käse. Butter hat sie ja nicht drauf gemacht, aber einen Leberkäse und dann die habe ich trotzdem gegessen. Weil ich nur, weil mir ist eigentlich wurscht, dass sie zufrieden ist, weil ich merke, die will mir Freude machen. Und jetzt, wer hat jetzt da recht? Es geht nicht um Recht, es geht um zwanghafte Strukturen. Und wenn ich anfange, mich zu beobachten, wie ich zwanghaft reagiere, ob negativ oder positiv, spielt keine Rolle. Und ich mache mir bewusst, wie der andere tickt, dann merke ich, es ist eigentlich krank, wenn mir einer was Gutes tun will, dass ich den so absau, weil ich bloß meine Ruhe haben will. Es ist aber genauso krank, wenn ich merke, er will es nicht. Und ich bohr und bohr und bohr und bohr. Du musst bei dir anfangen. Und wenn du, egal wer du bist, anfängst, dich zurückzuziehen. Das ist das, was ich euch in dem Selbstgespräch gesagt habe. Druck erzeugt Gegendruck. Du musst loslassen, dann wirst du feststellen, das lässt los. Was jetzt aber nicht geht, dass du aus dem Nullpunkt rausgehst. Weil dann taucht irgendwas was auf und du breitst wieder zusammen. Du musst so weit loslassen, aber jetzt bleiben. Weil sonst trennt sich das. Es bleibt ja denken und ausgedacht, es ist untrennbar verbunden. Wenn du noch in dem Wahn lebst, dass du meinst, du hast mit deinen Gedanken nichts zu tun. Und das ist so ein einfacher Satz. Ihr habt in eurem Traum bloß wahnsinnige Protagonisten, wo jeder, bring mir einen einzigen, der weiß, dass alles, was er jetzt in den reinen feinstofflichen Bereich erlebt, was er denkt, dass es nur deshalb ist, weil er es denkt und er die Ursache ist für das, was er anschaut. Ich gehe jetzt, lassen wir mal die sogenannte sinnliche Wahrnehmung weg, das geht jetzt bloß. Das heißt, egal an was du denkst, Hans, es entsteht, weil du es denkst und zu glauben, dein tiefster Glaube ist, du denkst jetzt an die Arbeit, dann guck mal. Und du meinst, wenn du jetzt, du musst natürlich zuerst in dir reinschauen, was du glaubst, das ist wichtig. Ich sage immer wieder, jetzt schau in dich rein, wenn ich sage, wo war jetzt die ganze Zeit der Kühlschrank dahin? Der nicht existiert, jetzt ist er feinstofflich, weil ich ihn anspreche, kannst du den Kopf drehen, kannst du ihn realisieren. Der ist immer da. Durch das Wort Kühlschrank hinter dir denkst du an dich, das ist dir gar nicht bewusst, und denkst dir hinter dir, jetzt ist es aber nur ein Gedanke und jetzt kannst du das auf die Fahrerbrille holen. Und jetzt schau in dich rein, ob du glaubst, ob der Dampfer schon auch dann da ist, wenn du auf der Arbeit bist. Du sollst dein Glauben dir bewusst machen. Und dann machst du dir dein Programm bewusst. Es gibt nichts zu verändern. Und es ist definitiv so. Jeder normale Mensch, den ich mir ausdenke, jetzt denke ich mir Kisten, die ich nur beobachte, ist felsenfest davon überzeugt, dass alles, was er sich denkt, egal wo er sich hinlegt, das singlozentrische Weltbild zum Beispiel, dass er mit dem überhaupt nichts zu tun hat, weil das war ja schon da, bevor es ihn gegeben hat. Der große Witz ist, es gibt nichts, was in dir, wenn du es nicht denkst, es ist zwar da, es ist definitiv, die Menschen leben in dem Wahn, dass die glauben, die Gedanken existieren schon bevor sie gedacht werden, weil das heliozentrische Weltbild ist das erste Mal bloß ein Gedanke. Und ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Und was du tausendmal gesagt hast, mit wem sollte denn ein Gedanke denn sonst was zu tun haben, wenn jetzt erst einmal mit dem Denker?
Das ist dieser Wahn, dass ihr glaubt, Bruch des zweiten Gebotes. Macht ihr kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drüben auf der Erde, sondern immer von da draußen. Und jetzt nochmal, draußen hebraisiert die erst geöffnete Berechnung. Hebräisches Wort, 4200 ist Generation. Und außen, mit scharfem S, O, B, hast Schöpfung, ist eine aufgespannte Polarität. Das ist Beschwörungskunst. Du lebst in der Welt, die du selber beschwörst. Du beschwörst laufend, dass dir scheiße geht. Ja. Mit der Begründung, ich sehe es doch. Ich sage, du siehst das, was dein Programm macht. Ja. Und da habe ich ja nichts damit zu tun. Das ist dein Problem. Du sagst, schau, der ist jetzt innerhalb von wenigen Tagen ist der zusammengefallen. Ich sehe es doch. Ich sage, ja, wenn, siehst du es, wenn du nicht dran denkst? Und wo ist er, wenn nicht, wie meinst du, wie der zusammenfällt? In dem Moment, wo du mir wieder zuhörst, ist er weg. Ist er weg. Sobald er nicht. Das ist das, was ist. Aber jetzt dieses Wissen, rein das intellektuelle Wissen, nenne ich, du hast es begriffen, dann ist es aber noch nicht installiert. Richtig. Das ist das Beispiel, wenn du aus dem Internet rauslädst, nicht runter, von außen kommt nichts, Internet, du machst dir jetzt was bewusst, was ich dir sage, und du hast jetzt runter ein kostenloses Programm, wo man super Sachen machen kann. Okay, sagst du, will ich ausprobieren, holst es in deinen Arbeitsspeicher, du lädst es runter. Der Witz ist, du weißt jetzt alles, was man damit machen kann, und es funktioniert nicht. Es funktioniert erst, wenn du das installierst. Nur das Wissen, was ich dir jetzt erzähle, ändert zuerst einmal in deinem Leben überhaupt nichts. Das wird aber massiv sich verändern, wenn du es zum Installieren anfängst. Aber jetzt ist es so, dass dein Speicher zurzeit voll ist mit dem ganzen Müll, den du mit dir rumträgst. Kann ich nicht vergessen. Jetzt kommt das Opfer. Du musst das Haus erst einmal opfern. Und dann spiele ich dir das neue Programm auf, dann wirst du feststellen, dann ist es auch immer noch dabei und es ist nicht mehr interessant. Einfacher kann man es nicht erklären. Liebe es oder lass es sein. Und es wird niemals irgendeiner von denen, die hier am Tisch sitzen, begreifen können. Meine Botschaft richtet sich bloß an den, der die Brösel jetzt ausdeckt. Weil wenn du jetzt dann losmarschierst als Brösel, wenn sich die alle wieder auflösen und das erste Eingehen kannst du rund um die Uhr beobachten, das ist der, der du zurzeit so sein glaubst und der Körper selbst, der existiert bloß, wenn du an ihn denkst. Es ist übrigens alles, was ich jetzt sage, hundertprozentig sicher. Hundertprozentig sicher von jedem Kind überprüfbar, wenn es der Geist der Hintergrund ist, mir geht es nicht um Wissen. Immer so, wenn du Wissen, wenn du Intellekt bewundern willst, nimm dein Handy in die Hand und geh ins Internet. Aber mach dir eins klar, die reine ausgedachte Maschine hat überhaupt keine Ahnung, die begreift es nicht, was sie macht und wer sie ist. Wie geht es um den, der das erlebt? Und da lassen wir mal das Leben unangetastet. Das ist immer wieder, da habe ich noch nie versucht, irgendwann für euch zu verändern. Es wird sich massiv verändern, wenn du dein Programm arbeitest. Das ist jetzt das erste Mal, schaust du, wie du funktionierst. Rudi, du bist schon. Was? Wir haben das, ich nehme alle schön auf. Ich habe die ganzen. Ist jetzt das gepunkt? Ist jetzt das gepunkt? Irene, ist das jetzt ungefähr verstanden, was ich damit ausdrücke? Ja, ich kann nur an meinem Interpretation. Was jetzt da noch weitergeht, was noch weitergeht, das Spiel selber, diese emotionale Ebene, wo ich jetzt gerade angesprochen habe, wenn du das veränderst, das verändert auch komplett deine Welt. Nicht jetzt die Häuser und das, wo ich gesagt habe, auf der Feuerbrille, aber alles, du musst, wenn du eine neue Zukunft, du ist immer wieder, solange du glaubst, alles, was ist, ist jetzt und gleichzeitig auf einer tiefen Ebene, auch noch andere Bücherregale, das heißt andere Videospiele, so wie bei GTA, bin ich in einer Großstadt oder bin ich in einer Westernwelt mit anderen Charakteren und die sind alle, es ist immer hinter einem Videospiel steht ein aller einziger Geist und du nimmst jetzt einen einzigen raus, ihr könnt jetzt mal wegen Anno oder Siedler, wenn du magst. Ich habe dann jetzt nochmal erweitert bei der Inge, weiß nicht, ob es beim Heiko drauf war, mit mir Autorennen vor. Einzelspielermodus. Dann habe ich nur mein Auto, ich habe die Rennstrecke und um mich herum KIs. Die sind einfach nur Reaktionsmechanismen. Ein blaues Ich ist ein Konstrukt, wäre ein Interpretationsmechanismus. Da ist aber keiner da, der irgendwas erlebt. Das ist ein Computerprogramm. Und da muss ein Geist sein und das ist jetzt der, der sagt, ich spiele jetzt diese KI durch. Erleben du das, der mit dieser KI arbeitet, der steuert sein Automatismus, das Auto. Mit allem, was ist, die anderen reagieren nur. Okay? Wenn ich jetzt eine andere KI habe, dann kann ich vielleicht besser oder schlechter fahren. Ich Geist, weil ich eine andere KI habe. Gut. Das ist einmal das Erste. Das andere, die KI sind trotzdem da, das sind die anderen Bücher, die aber erst lebendig erlebt werden, wenn du Geist irgendeiner dieser Rollen spielst auf der Bühne. Jetzt machen wir Multiplayer-Rhythmus, das heißt, wir haben dasselbe Spiel, verabreden sich 6 Mann in einen Chat und die sagen, wir spielen das Spiel miteinander. Dann sitzt du genauso in einem Auto als KI. Der einzige Unterschied ist, du hast um dich herum 30 Autos. Das sind alles KIs.
Wenn du nicht weißt, wer, jetzt normal gesprochen, welcher Mensch die anderen Autos, 5 Stück von den 30 Autos um dich rum, sind auch KIs. Aber da sind einzelne Geister dahinter, die sich jetzt als das Auto oder das Auto oder das Auto erleben. Das sind Geistesfunken, aber die Geistesfunken wiederum ist derselbe Geist. Jetzt kommt das Problem, du kannst die Bücher nicht nacheinander, der Fehler im Hinduismus, weil du meinst, du liest die Leben nacheinander. Das Bücherregal ist alles gleichzeitig. Erleben, zum Träumen fängst du erst an, wenn du ein Programm in Arbeitsspeicher liest, das ist praktisch auf der Festplatte. Du kannst es wie Filme sehen. Erst wenn du einen dieser Filme auf dem Arbeitsspeicher reinlädst, wirst du den Leben auf dem Bildschirm erleben. Aber auch den Film, was alles im Arbeitsspeicher ist, jedes Bild bloß jetzt. Was ich jetzt als Film mache, den ich als Videospiel, dann ist es interaktiv komplexer, aber das Prinzip bleibt gleich. Das heißt, der Einzige, der den ganzen Scheiß erlebt, der die ganzen Leben erlebt, ist der, der uns jetzt ausdenkt. Dein Problem ist, wenn du jetzt glaubst, du bist bloß Robert, glaube ich, oder was? Ja. Du bist der Robert. Wenn du glaubst, du bist der Robert, erlebst du bloß das Robert, die Robert-Perspektive. Und wenn jetzt welche drauf reagieren, das sind KIs. Da ist aber keiner dahinter, der das erlebt, weil das musst du sein, dann musst du das Buch einloggen. Dann erlebst du diese Reaktionen. Du kannst die beobachten, aber du erlebst das nicht, du interpretierst bloß. Wenn ich jetzt zum Beispiel, hier mache ich Udo das Beispiel, wie ich nicht laufen konnte, ja, denken wir uns jetzt. Und die Marion kommt heim und sagt, wie geht's denn, mein Hase? Und ich sage, wie soll's man schon gehen, schon in Ordnung. Und sie schaut mich an und sagt, ich sehe doch, dass du Schmerzen hast. Und ich sage, ich muss gar nicht, dass man Schmerzen sehen kann. Das sind Bilder, die man interpretiert. Aber Gedanken von dir haben keine Schmerzen. Das habe ich heute mein Liebeskummer-Ding, was ich immer sage. Wenn du jetzt dir einen Körper sagst und ich bin der Körper und du hast Zahnschmerzen, dein Zahn ist genauso Gedanke wie dein Zahn hat keine Schmerzen. Es hat nur der Geist im Hintergrund erlebt. Es, den Traum erlebt nur der Geist, der Traum. Und wir müssen jetzt nichts verändern, ich beschreibe bloß. Es geht nicht darum, dass ich dir gesagt habe, dass was gut ist oder schlecht ist. Ich beschreibe, was ist. Mit einem Erklärungsmodell, das weitgehender ist. Wenn du das hast, muss dir eins klar sein, dass du ein Hauptproblem hast, dass du immer noch mit einem Vorher arbeitest. Alles, was du glaubst, was vorher war, ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Das heißt, solange du glaubst, dass du in der Vergangenheit entstanden bist, weil du von deiner Mutter geboren wurdest, ist doch logisch, gehört zu dem hier, zwangsläufig das hier, dass du dich in der Zukunft wieder auflöst. Das heißt, wenn du eine neue Zukunft handelst, musst du deine Vergangenheit verändern. Jetzt wird deine Logik so, ich kann ja die Vergangenheit verändern, die war ja schon. Mein Beispiel mit der Scheibe und der Kugel. Ich sage, in dem Moment, wo du dein Grundglauben, was in der Vergangenheit war, austauscht. Okay? In dem Moment, wo du das austauscht, passiert was Eigenartiges. Dann wirst du nämlich erkennen, dass das, was du bisher geglaubt hast, das immer war. Ich sage immer, wir denken uns, Hans, du bist in der Zeit, wo alle Menschen in der Schule lernen, die Welt ist eine Scheibe. Irgendwann einmal, aus welchem Grund auch immer, glauben wir, die Welt ist eine Kugel. Was soll man in dem Moment machen? Wir haben unsere Vergangenheit verändert. Wieso? Weil man hat ja bis dato geglaubt, dass die Welt schon immer eine Scheibe war. Und nachdem ich erkenne, dass die ja nie eine Scheibe war, die war ja schon immer eine Kugel, habe ich ja meine Vorstellung von Vergangenheit verändert. Ich habe das richtig gestellt. Ob jetzt die Kugel richtig ist wie die Scheibe, ist eine andere Frage. Ich sage dir jetzt, es war in der Vergangenheit gar nichts. Es wird in der Vergangenheit für dich das gewesen sein, was du jetzt denkst, dass in der Vergangenheit war. Das wiederum ist immer bloß Schwammelheit. Das ist sowas für Austauschsport. Das heißt, egal was für ein Fachmann du holst, ob das ein Theologieprofessor ist, ob das unsere Lesches, unser Physiker sind, ich zeige dir, dass die geistlos Sachen nachplappern, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, auch wenn die sagen, das ist alles bewiesen. Ich sage, wie definierst du bewiesen? Für mich ist was bewiesen, hundertprozentig sicher, wenn ich es hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen kann. Zeig mir Wassermoleküle. Wie wird die entdecken, wenn das Wissen nicht da ist? Du wirst jetzt feststellen, du kannst jetzt nachschauen, wer das entdeckt hat. Ich frage dann, wie? Weißt du, das ist, man dreht die Kausalität, das ist Zirbelschuss oder mal Meter. Wenn ich in Einheit, ja alles, der Zirkelschluss ist die Tatsache, dass ich irgendwas das beweise mit einem Untersystem von dem, was ich versuche zu beweisen. Wenn ich die Länge eines Meters mit einem Untersystem in Nanometer beweise, wird es mit etwas, was man sowieso nicht sehen kann, definiere ich, das ist jetzt exakt, weil das 1,2 Millionen Nanometer ist genau ein Meter. Das ist ein Blödsinn. Du lernst es auswendig, dann kann er nicht mehr. Mir ist auch noch was aufgefallen. Ich habe nach ganz, ganz langer schonungsloser Selbstbeobachtung erkannt, der Witz ist an dem, und da
Ja. Ich merke, der war schon immer ein Depp. So gescheit wäre er sich als Sitzungsverkehr. Das habe ich vom ersten Augenblick an. Da habe ich nicht lange überlegen müssen. Bruder, da ist er mehr Mühe gegeben. Da war der erst 17, da war der erst 17, wie du das gekannt hast, oder? Erstes Mal war der. Der Busch. Aber Bruder, wie ist denn das zum Beispiel, wenn jetzt, sag ich mal, derjenige oder diejenige, sag ich mal, das mit dem Wassermolekül, ne? Und irgendeiner sagt mir, ja, Markus Müller hat es ja gefunden, bewiesen, ne? Warum konnte der Vater das nicht beweisen? Oder Opa? Das geht jetzt gar nicht mit beweisen. Du musst die Grundlage, was worauf du hinaus willst, das ist ja, habe ich übrigens auch diese kleine Sache mit, wer hat die Glühbirne erfunden? Kennst du diese Stelle? Ja, die Stelle, ja. Das ist jetzt Fragestellungen, aber es geht schlichtweg und einfach, wenn du jetzt aufbauend auf dem, was überprüfbar ist, das ist ja auch ein Programm, diese sogenannte empirische Wahrnehmung. Dass du unterscheidest, ob du einfach etwas vom Hörensagen bekommst, ob das Märchen sind, ob man Schneewittchen mit sieben Zweige gibt oder nicht. Die Frage ist, ich erzähle dir jetzt was, du baust da Vorstellungen auf, kann das eigentlich sein oder gewesen sein? Du wirst das dann irgendwann akzeptieren müssen, dass du in keinster Weise überprüfen kannst, ob in der Vergangenheit was war, weil alles, was in dir zu existieren beginnt hier und jetzt in dir zu existieren. Jeder Gedanke, den du denkst, entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst. Und alles, was Vergangenheit ist, können nur Gedanken sein. Was man jetzt an der bewusst ausgedachten Vergangenheit, ist letztendlich etwas, das dir jetzt etwas in den Sinn kommt. Jetzt haben wir schon den Sinn. Sinn, das lateinische Wort Sinn, Sinne, die Conditio sine qua non, wie ich so oft gesagt habe. Es ist immer, ich mache mal ganz einfach, dass du an was denkst, zu dem eine zweite Hälfte dazugehört. Das heißt, es gibt keine oben ohne unten, auch wenn du nicht dran denkst. Wenn ich jetzt an oben schaue, okay, entstehen da oben die Lampen. Da ist mir gar nicht bewusst, dass wenn ein oben da ist, auch ein unten da ist. Die Schwierigkeit ist, ja, da bin ich jetzt unten. Aber wie sieht es jetzt aus, wenn ich nach unten schaue? Da bin ich zwangsläufig oben. Warst du jetzt oben oder unten, während du mir zuhörst? Hat überhaupt ein oben und ein unten existiert? Das heißt, sobald was in dir auftaucht, ist es immer eine Seite. Das waren die letzten Selbstgespräche, wenn du die anhörst. Das heißt, wenn jetzt die Sonja an ihre Brille, oder ich spreche nur das Wort Brille aus, der Gedanke an eine Brille, wenn du jetzt ein normaler Mensch bist, ist eine Gedankenwelle und da gibt es zwei Zustände. Entweder hast du die jetzt auf der Nase oder du hast sie nicht auf der Nase. Ein digitales Phänomen, sage ich immer wieder. Entweder ist es auf der Nase oder nicht auf der Nase. Wenn ich die Brille nicht anspreche, existiert sie nicht. Das heißt, die Sonja hat die ganze Zeit keine Brille weder gespürt noch gedacht. Und sobald ich sage, Sonja, Brille, hat sie entweder die Brille auf der Nase oder die hat die nicht auf der Nase. Und die Schwierigkeit ist, solange du chronologisch denkst, wird in dem Moment eins von beiden für dich wahrnehmbar. Du siehst dann, weil du an die Brille denkst, entweder habe ich sie auf der Nase oder ich habe sie nicht auf der Nase. Und die Welle, die jetzt gleichzeitig auftaucht, ist dein chronologisches Denken, ist das immer das andere vorher war. Hast du sie auf der Nase, sagst du, ich habe sie vorher nicht aufgehabt und ich werde sie wieder abnehmen. Hast du sie nicht auf der Nase, sagst du, ich habe sie aufgehabt. Okay, das tauscht sich dann bloß aus. Hast du dich jetzt gesund oder krank fühlt, während du mir zuhörst? Das ist die Heiligkeit. Und sobald du dich jetzt fragst, denkst du an deinen Körper? Und ich sage, jetzt hast du ein Gefühl von normal. Du spürst jetzt deinen Körper, wenn du dran denkst. Ja. Und das nennst du gesund. Aber gesund ist das Gegenteil von krank und heilig ist, wenn du an keins von beiden bist. Und die Heiligkeit strebt keiner und jeder versucht bloß von der Seite in die Seite zu kommen. Die sich aber, sobald du nicht mehr dran denkst, schon wieder auflöst. Dazu ist es auch, geht auch laufen kaputt. Auch die Gesundheit geht genauso kaputt wie die Krankheit. Übrigens im selben Moment. Weil was passiert, passiert immer. Moment. Zwei Gestaltwertungen, eine ist oben, eine ist unten. Das hört ja das immer wieder an. Und ich sage, ein Prozess von 20 Jahren, und dann wird es so klar, dass du sagst, wir müssen das nie aufhören, das ist ja so katastrophal. Stimmt doch, stimmt doch. Aber du kennst das schon immer. Ja, Rudi, da arbeiten wir dran. Und der Rudi, sobald du was bekämpfst, du steicherst dich rein, ist wie Benzin ins Feuer schicken. Du willst was löschen, indem du Benzin reinschüttest. Ablenken. Das Problem ist ja, dass das zwar weiß. Ich weiß, gelingt es nicht. Wenn sagst du das? Ich werde wahnsinnig. Wenn sagst du das? Das kann doch nicht sein. Das habe ich schon tausendmal gehört. Ich komme ja, die Macht der Zwei ist der mächtigste in der Welt, den es überhaupt gibt. Das ist brutal. Das ist dein eigenes Ego. Das Ego ist das Allermächtigste überhaupt, das muss ich mit aller Gewalt am Leben halten. Das will Recht haben, das kann ich loslassen. Du grübelst, auf deinen Scheiß, wo du wiederholst. Wenn du wirklich einmal dich losgelöst hast und du schaust, du beobachtest dich komplett abgenabelt, was ich dich geguckt habe.
dass du merkst, was du selber für ein Wahnsinniger bist, dein ganzes Leben. Dann wird dir das bewusst, was dich noch mehr anstickelt, dir das abzugewinnen. Eigentlich bleibst du ein blindes Arschloch. Akzeptanz ist besser. Und jetzt mache ich den kleinen Ding, dass ich sage, mach einfach, du spielst jetzt die Rolle von Robert. Und jetzt musst du dir immer wieder bewusst machen, das Schauspiel ist es jeden Moment bewusst, egal was du magst, ob du auf der Bühne ein Mörder spielst, der Arschloch spielst. Du spielst einfach die Rolle jetzt erstmal weiter. Was ich damit sagen will, im Gegensatz zu den ganzen Sektenhallen, ist, dass ich an dem Leben, das du spielst, das du durchlebst, wo du was lernst, überhaupt nichts verändern will. Mein Ansprechpartner ist eine andere Ebene, der Leser. Nicht irgendeine Figur in dem Buch, das du liest, in dem Leben, das du liest. Weil es sind vergängliche Erscheinungen. Ich will keinem von euch versprechen, die jetzt da sitzen, dass ihr überlebt. Ihr löst euch in meiner Welt schon auf, wenn ihr euch immer denkt. Du bist jetzt mein bester Freund. Und zu glauben, dass da außen noch umhängt, wenn du nicht an ihn denkst, die Fragen beantworten sich alle von selber. Du wirst bloß merken, dass das dann irgendwann kommst in den Bereich, dass dir das logisch erscheint. Aber logisch ist nicht geistreich. Dann hast du es begriffen, aber noch nicht installiert. Und wenn es installiert ist, sag immer wieder, du bist der Erste, der es mitkriegt, dann kommst du in der vollkommene Gleichgültigkeit, was sein kann, dass sich der Robert als Figur immer noch aufregt. Aber das ist dann so, wie wenn du als Schauspieler dich dann richtig freust, weil du jetzt so doll hingekriegt hast für die Zuschauer, dass du dich aufregst. Das ist das, was ich die letzten Jahre perfektioniert habe. Den soll ich mal wieder Ich spiele den absoluten Namen. Ja. Ich hatte mal eine Situation gehabt, mein Nachbar, der wollte immer recht haben. Also der erzählt was, ne, und möchte halt damit sagen, dass er halt das Recht damit hat. Ne. Ich habe ihn aber so zugehört, ne, zuhört, wie er das so erzählt. Und ich als Geist, wie ich das jetzt dann nicht mehr so empfinde, ne, dann merke ich schon die Reaktion von dem Robert halt, ne, dass er sagt, das ist doch völliger Quatsch, aber er möchte unbedingt Recht haben. Er möchte unbedingt, dass er Recht hat. Jeder, der Recht haben will, hat kein Recht, sonst wird er es nicht haben wollen. Ja, ich dachte, ja, das wird schon stimmen, das wird schon stimmen. Ich lasse die Beobachtung dann sehen, dass er möchte halt, soll er halt haben. Ne? Da war er auch einmal wieder zufrieden, dass er Recht hatte. Das ist immer, der musste Holofilien für Neugierige so oft, dass du Leute in Verzweiflung bringst, wenn ich immer wieder sage, bei mir geht es ja so weit, dass für mich sogar jeder Recht hat. Aber nur ein bisschen. Und das ist es, das akzeptieren die nicht. Das hat nicht jeder Recht. Ich sage doch, es hat jeder Recht. Jeder, egal wer in dir auftaucht, wird das, was er dir sagt, ist seine Logik. Das sind nur unterschiedliche Programme. Wenn du jetzt mit einem rumschreitest, Robert, weil das totaler Schwachsinn ist, was dir erzählt, muss dir klar sein, wenn du als Geist jetzt dieses Programm laufen hättest, dann wäre seine Logik deine Logik. Dann wäre alles, was der sagt, für dich logisch und alles, was jetzt für dich logisch ist mit deinem Programm, wäre für dich unlogisch. Und das erfordert die Selbstdisziplin. Jetzt sind wir wieder bei Holger und Andrea. Du bist doch der Geist mit einem begrenzten, fehlerhaften Programm. Und du musst dich beobachten. Und wenn ich die Andrea bin, dann muss ich irgendwann nochmal merken, dass ich Benzin ins Feuer schütte, dass egal, was ich in Gutes tun will, wenn ich Geist bin, merke ich, dass das gerade das Gegenteil in ihm auslöst. Und umgekehrt genauso, wenn ich das Holger-Programm habe und ich bin nur so und ich merke jetzt, die will mir eigentlich was Gutes tun, was hau ich die dann ab, wenn ich es momentan nicht haben will? Das ist das, was der Heilungsprozess wird. Und da muss man extrem wach sein, absolut präsent sein. Und da kriegst du eine andere Form von Liebe. Das ist das, wo ich immer sage, wenn du durch den Zoo gehst. Ganz ein wunderschönes Beispiel. Du kannst all diese Kreaturen in einem Zoo lieben, die Giftschlangen, die Stinker, alle. Es ist so. Ich will die ja nicht verändern und ich werfe keinem Tier vor, dass es so ist, wie es von Gott erschaffen wurde, vom Auto erschaffen wurde. Jetzt setze ich für die Tierchen einfach die Charaktere in einen Film. Ob das jetzt König der Löwen ist, die Realverfilmung, wo jetzt ins Kino gekommen ist. Ganz fotorealistische, reale Löwen, bloß ein großes Problem, was die meisten gar nicht mitkriegen. Disney hat Löwen, foto-echt sehende Löwen am Computer erschaffen, die aber leider kein Fleisch frisst. Super. Wäre ja Frage ohne Scheiße. Das sind Foto. Der neue König der Löwen ist ein ganz berühmtes Musical, war ja Zeichentrickfilm von Disney, auch Aladdin. Und Aladdin ist jetzt im Sommer ins Kino gekommen, als echte Realverfilmung, aber nicht alles computeranimiert. Und König der Löwen ist jetzt vor Weihnachten angelaufen, mit echten Löwen, so wie Life of Beat. Rudi, wenn du das anschaust, ich sage immer wieder, in Almenau habe ich dir schon gesagt, wenn ich den Film, König der Löwen,
Das ist wie bei Life of Pi mit dem Tiger. Das ist ja noch wesentlich, da ist ja schon 4-5 Jahre alt, die Animationen. Wenn du das anschaust, du hättest diesen Film zu unserer Zeit, ich sag jetzt an, wenn die 80er Jahre ins Kino gebracht, garantiere ich dir, jeder Tierforscher der Welt hat gesagt, wir haben die Lippen so dressiert. Weil wenn ich jetzt bei Life of Pi schon, und das sind nur wesentlich schlechtere Animationen wie das, weil die Computertechnik ja schlagartig von Jahr zu Jahr explodiert in den Möglichkeiten, dass die so echt sind, die sprechen natürlich, aber es hätte in die 80er Jahre keine logische Erklärungsmodell gegeben, wie die Löwen dazu bringen, lippensynchron so zu sein, dass das nur Computeranimationen sind, so einer Zeit, wo es noch einmal das richtig gelaufen ist, mit Strich, hätte überhaupt keiner gedacht, dass man das mit einem Computer macht. Weißt du, jetzt, wenn ich es weiß, schaue ich natürlich ganz genau hin, ob ich vielleicht einen Unterschied finde zu dieser Vorstellung, die ich Originalaufnahme nenne. Aber das wiederum ist ja schon wieder das nächste Problem, weil ich dann Weißenburg-Vortrag anhöre. Ein Bild ist ein Bild. Und dann interpretierst du das. Das denkst du ja nicht, das existiert ja nicht. Du musst reinschauen, was glaubst du, wo das herkommt. Und dann wirst du feststellen, wie handlich ich, wenn du einen Film siehst, das immer noch in der Vergangenheit. Das zum Beispiel, wo ich so schön sage, jetzt hier das Musical, wo wir angeschaut haben, das müsste den Aladdin, die wir heute führen. Ist ja auch ein Zeichentrickfilm. Der war so geil, ich darf gerade wirklich gar nicht eingehen. Diese Landschaft, die hat übrigens auch einen Tiger. Der Tiger im Aladdin ist 100-mal besser, echter animiert, wie der Tiger von Life of Pi. Und der war schon verdammt gut. Aber der ist wirklich völlig ordentlich. Wir haben Tiger wie ein Schuss. Natürlich völlig Computeranimation. Aber worauf ich hinaus will, die ganzen Landschaften, alles, was du siehst, teilweise der Flaschengeist des Miss, hat einen Oberkörper, wie wär's der Jet, der große Wrestler. Ja, wieder, der hat einen Oberkörper wie der Great Johnson. Der Will Smith aber vollkommen natürlich. Nur computeranimiert. Da ist alles computeranimiert. Bloß, deine Logik sagt, die Schauspieler, die Will Smith und die Schauspieler sind natürlich noch echt. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ich habe mir jetzt hier heute Morgen, weil ich habe meinen Rechner, der ist übrigens heute in Shanghai losgeschickt worden. Der Heiko hat jetzt die Versandbestätigung, das ist in Shanghai, ist er aufs Schiff, bei UPS aufs Schiff erfolgt. Angeblich soll bis 22. Bei UPS? Bis 22. Komma. Was ich jetzt da bloß sagen wollte, soll ich natürlich jetzt ein bisschen schauen, was gibt es eigentlich, ich habe mich ewig nicht interessiert an Videospielen an neuen. Nicht weil ich spielen will, sondern mir geht es bloß um die Grafik, wenn ich schon heute Hans da habe. Wenn ist jetzt ein neues rausgekommen, da musst du schon verdammt hinschauen und sagst, wenn du. Selbst die Menschen waren schon verdammt echt. Es war immer echter. Es löst sich immer mehr auf. Löst sich immer mehr auf. Das ist übrigens so alter Typ von mir. Ich habe gesagt, was haben wir mal nicht anderen? Und was sagst du? Fühlt sich echt aus? Scheiße. Das ist aber nicht. Was ist jetzt da eigentlich? Was ist ich mein? Was ist da eigentlich in dir drin? Wenn du das jetzt, was du für ein Signal willst, was ist? Es ist nur. Interpretation, selbst das hier, wenn du an deinen Kopf denkst, der existiert doch erst, wenn du an deinen Kopf denkst. Wo wird die ganze Zeit dein Kopf? Jetzt, wo wir drüber reden, ist er da. Jetzt fragst du dich, wo er die ganze Zeit da, die ganze Zeit. Und dann legst du das drüber und dann ist sofort das die ganze Zeit da war. Aber du musst immer den Punkt abwarten, wo ich was sage. Wenn ich jetzt sage, wo war jetzt die ganze Zeit deine Nase? Lang sie an. Jetzt spürst du, jetzt ist er da. Aber wo war das, wenn du nicht dran denkst? Die Hartnäckigkeit zu glauben, dass es existiert trotzdem, ist natürlich da. Aber erst existieren, wenn dir das bewusst wird. Und jede Bewusstwerdung von etwas ist ein Anschauen von Unbewusstsein. Das heißt, so wie oben zu unten gehört und ein Denker zu seinen Gedanken gehört. Jetzt nehme ich einmal statt dem Wort Denker, sage ich das Wort Bewusstsein. Und ein Bewusstsein, ein träumender Geist gibt es erst, wenn ein Traum da ist. Wenn kein Traum da ist, ist auch kein träumender Geist da. Was ist das Ding, wenn er nicht träumt? Ein nicht träumender Geist, das ist schon wieder Gedanke. Ein Denker braucht Gedanken. Ich sage das, was immer ist, braucht Wellen. Das verändert sich ständig und das ist immer dasselbe. Okay? Jetzt nehmen wir mal dieses immer seiende Bewusstsein. Zu Bewusstsein gehört Unbewusstsein. Das heißt, alles, was in dir auftaucht, was zu existieren anfängt, ist Unbewusstsein. Bewusstsein schaut sich immer sein eigenes Unbewusstsein an. So wie sich das immer Seiende, das sich ständige Veränderung anschaut. Okay? Was jetzt aber der Witz ist, sobald wir von diesen Bärchen denken, ist das immer Seiende, aber auch schon wieder was Ausgedachtes, weil das immer Seiende oder das Bewusstsein, das wir uns ausdenken, ja erst in dem Moment zu existieren anfängt, wenn wir uns das Bewusstsein denken. Drum ist ein ausgedachtes Bewusstsein eigentlich nur
im Prinzip dasselbe, wie wenn du an nichts denkst. Das Wort nichts ist nicht nichts. Und das Wort Bewusstsein ist nicht Bewusstsein, weil Bewusstsein etwas ist, was man nicht denken kann, das kann man nur sein. Also immer wieder die Sache, die hat er so viel Geist oder so viel Bewusstsein, ist eigentlich ein totaler Blödsinn, weil das Wort Geist ist im Prinzip dasselbe. Ob du jetzt an das Wort nichts denkst, denk einmal an nichts, denk einmal an Geist. Und was denkst du bei nichts an das Wort nichts, an was denkst du bei dem Wort Geist, an Wort Geist. Und jetzt sag ich, was ist nichts? Egal, was du jetzt denkst, das ist es mit Sicherheit nicht. Weil das ist ja dann was. Und dasselbe gilt, wenn ich sage, jetzt denk einmal an Geist. Was ist für dich Geist? Egal, was du jetzt denkst, das ist nicht Geist. Der, der das erfährt, der jetzt das zu begreifen anfängt, das war Masi, heißt es in den Upanishaden, das bist du. Ich erkläre dir, was du bist und ganz grob, wie du funktionierst. Du bist etwas, was nicht gedacht werden kann. Die wichtigsten Sätze überhaupt. Versuche mal an dich zu denken und du wirst feststellen, sobald du an dich denkst, baut sich in dir eine Information auf. Das bist du nicht. Du bist der, der sich das ausdenkt und anschaut. Weil sobald du jetzt an was anderes denkst, formt sich die Information um, ändert an dem, der sich das anschaut und aufbaut, nichts. Weil das, was nichts Denkbares ist, und das ist ewig. Und wenn du das gecheckt hast, freu dich, vor was hast du Angst, dass du zerstört wirst? Wie soll etwas Nicht-Denkbares zerstört werden? Und umso mehr dir das glaubt, jetzt mit deinem ganzen Theorie hier, das ist ein Ego, das mit aller Gewalt eine einseitige Vorstellung von gesund, der Rudi, der rudimentäre Udo, rudimentär hast noch nicht gar gekocht und ich köttel dich noch ein bisschen, bis du loslässt, der meint, er muss auf dem Berg noch rennen wie ein Urspund und sonst was, weil ich einen gesunden Körper haben will, das wirst du nicht am Leben halten. Du wirst dich selber quälen, solange bis du loslässt. Das ist die Botschaft. Du hast es selber in der Hand. Wie lange dauert es bei mir noch? Ja. Das bestimmst du selber. Das wird jetzt passieren. Du bist der Erste, der es mitkriegt, Rudi. Das war's. Er ist ein Weltmeister in sich reinprügeln, das halbe Leben lang. Welcher nichts? Was denken dann die Leute von mir? Das Ego aufblossen, mit Geliehenen, mit Leasing, mit Schulden sich ein Image verschaffen, wo jeder kennt, dass alle ja nach seiner Vorstellung sagen, Bezi, der ist ja so toll, der ist ja so toll, dann bricht das Kartenhaus zusammen. Was denken die dann von mir, wenn die jetzt mitkriegen, dass das ja alles nicht stimmt? Das hat den Schlaufuß in der gesagt, die du dir denkst, wann das denken, was du denkst, dass die denken. Das ist nur eine Spiegelung, dass du an den Menschen um dich herum eigentlich erkennst, was dein eigenes Problem ist. Die Helga gestern, die haben jetzt gedacht, kommt sie wieder, Nele, die Nele, wieder Nele-Problem. 20, jetzt hat sie so vor eine Haut und kriegt die Geld. Und ich will ihr doch helfen. Ich sage, deine Nele hat überhaupt kein Problem, das ist ein Traum, es ist dein Problem. Diese Nele ist ein Pickel in deiner Gesicht. Oder noch ganz massiv. Muss ausdrücken. Das ist ja immer wieder die Schwierigkeit, wo ich das Beispiel, die mittleren Spiegel, denkst du an Spiegelstunde. Das hast du schon beim Pickel. Wenn du jetzt einen Pickel hast, dann drückst du den Pickel aus. Da ist nur der und das. Bis du dann drückst und dann merkst du, wenn es spritzt. Oh, da ist ja nur einer dazwischen. Und dann war Masse, das bist du. Weil das ist wie ein Magnet, wo sich die und die Seite immer wieder zusammenhalten kann. Wenn sie sich ausdehnt, das ist die Affinität. So hat es auch gesprungen, das kennen wir doch nicht. Muss jetzt noch angeben. Denk mal noch. Ja, frei. Rudi, reine Medizin. Habe ich gestern recht gehabt? Das ist ganz anders. Ne? Ja, aber es schmeckt mir trotzdem. Ja. Du hast schon wieder Feindbilder, Rudi. Ja. Ich habe früher mal gesagt, wir sind keine Alkoholiker, wir sind Spiritualisten. Ja. So schaut es aus. Links entlang, ja. Bis ans Ende. Dann siehst du gegenüber den Bergen und das Eckhaus. Muss man doch nicht das Leid zwingen. Nein, überhaupt nicht. Das ist das Schöne. Aber dies, was ich mir du hast dein Programm laufen lassen, weil die Größe zu sagen, nee, ist mir jetzt nicht danach. Ja. Das ist Freiheit. Ja. Du kannst es aber auch spiegeln und sagen, wenn mein Ding steigert auf, das brauche ich jetzt nicht. Dorf. Probier. Bis dann. Solange noch nicht da ist, musst du schicken. Nein! Was sagst du schon wieder? Du sollst das loslassen, wo es nicht mehr geht. Ich habe mir mal erinnert, in München hat mir einen angerufen, der Peterkasten. Mir geht so scheiße.
Ja, und so scheiße mit der Lunge. Zwei Schachteln Zigaretten am Tag. Das heißt, euch, dann müsst ihr halt weniger rauchen. Ja, das ist aber so schwer. So, du musst ja nicht immer ganz aufhängen, dann reduzierst du doch wenigstens mal auf eine halbe Schachtel oder was. Wenn du zwei Schachteln reinhaust, brauchst du doch nicht 100. Das ist ein normaler Dorfwhisky-Geräusche, die schmecken so. Die Geräusche? Das ist, nein, das ist der Dorf, wo der gereinigt wird. Die filtern das. Die machen Dorf, der sich verbessert, da gibt es verschiedene Arten. Der wird ja nochmal auch mit Dorf gefiltert in die Sachen und wenn man den Dorf mit den Armen räuchert, ist Kohle, mit Kohle ist ja so warm, und da bleibt dann dieser Geschmack. Und da brauchst du ein bisschen die Lampen reinzunehmen. Auf jeden Fall, wie gesagt, da musst du halt weniger rauchen. Das heißt, das Skifahren, du merkst doch, ob es dir gut tut oder nicht gut tut. Was geistlos ist. Wenn du was magst und du merkst, dass dir das nicht gut tut, du magst es trotzdem aus einer Sucht heraus. Genau, du musst halt aufhören. Schau, wenn ich jetzt gemerkt habe, mir tut mein Gewicht nicht gut. Und ich muss sagen, darf man glauben, mit einem kann das nichts zu tun, sondern bei mir meine Knochen werden halt alt. Ich habe jetzt auch mit dem Wetter, jetzt kommt der Schwamm, Irene. Mein Vater, mein leiblicher Vater, bleibt jetzt in dieser Spur, den es auch jemand, aber du hast ja das Programm, das Kollektivprogramm. Der wollte dann so nach Kenia oder nach Teneriffa auswandern vor Jahren, weil er so Gicht hat, Rheuma und Gicht. Und das ist vererblich. Und ich merke das ganz massiv. Und jetzt ist es so, dass ich, wenn ich merke, dass mir was nicht gut tut, und ich habe halt ganz einfach das Gewicht, wenn ich 15, ich gehe nicht auf die Waage, sind ich sehe mich nicht, wenn ich 15, 20 Kilo auf der Waage habe, und ich sage, wenn ich einkaufe, gehe ich 10 Kilo auf den Rucksack, und dann gehst du nur, weil du das Rucksack oder sonst du schläfst. Und wenn du jetzt abnimmst, kriegst du es natürlich nicht mit, aber der Druck ist ja trotzdem weg. Und darum habe ich jetzt, wenn ich einen Hunger will, ich habe schon ganz sukzessive, die letzten Monate, habe ich ganz, ganz massiv das Essen angeschrieben. Du kennst mir gar nicht. Sich verkackt auch nicht. Hast du mich früher übereinander gemacht? Keiner. Na gut, wenn du nach denen gehst, welchen Aussehen? Da würde ich fressen, ja, dir, muss ich dir sagen, ja. Innerhalb von einer Woche habe ich 4 Kilo abgenommen. Ich konnte die ersten 3 Tage überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Ich habe nichts gegessen, ich habe keinen Hunger, ich habe keinen Appetit gehabt. Nichts. Und ich habe es allein verlassen. Ich habe mir dieses Essen umgekehrt. Dieses Gespräch, was ich mir aufzeichnet und die anderen Gespräche. Und ich wusste es, um was es geht. Und ich konnte aus diesem Scheiß nicht raus. Das ist die Falle, weil du meinst, du hast das Prinzip und du musst das machen. Das muss ich installieren. Das hast du doch schon. Das muss ich installieren. Das nützt das intellektuelle Wissen nützt dir nicht. Das ist ja der Krux. Das intellektuelle Wissen nützt dir gar nichts. Das musst du selber rauskriegen. Das hat mit Loslassen zu tun. Ja, das feststellt, dass es sich nicht installiert, weil du immer noch einseitige Ziele anstrebst. Du willst gesund sein, so wie du dir gesund vorstellst, und du willst nicht heilig sein. Aber wenn du heilig bist, dann denkst du weder an das eine noch an das andere. Und jetzt ist Platz für das, was vollkommen neu ist in dir. Das kann aber nicht Auftrag, weil du immer dieses Ziel hast. Gesund sein, reich sein, glücklich sein. Das ist das Ziel. Und wenn du von hier glücklich arm nach reich gehst, oder vom Nichtraucher zum Raucher oder vom Raucher zum Nichtraucher wirst, das ist genauso unheilig. Das ist die Heiligkeit. Entweder beides gleichzeitig oder keins von beiden. Das ist Geist. Geist kann es nicht geben. Geist ist eben. Und aus dem entspringen Gedankenwelt. Und du siehst dann immer nur eine Sache. Und jetzt sag ich, wenn ich da oben schaue, so ich bin unten und bin in die Mitte. Ich schaue jetzt nach oben und dann kann es unten dazu, wenn ich nach unten schaue, kann es oben dazu. Ich bin immer die Mitte. Ich bin nicht unten, wenn ich nach oben schaue, sondern die Mitte. Das ist es unten dazu. Und du bist immer die Mitte, egal ob du da sitzt oder in Treuchtling oder im Witzbuch hast. Ha, Hausnummer? Straße? Hast du die zwei, was du die Worte sind? Alles klar. Ist mir Gott, ich habe einen Merk, ist mir Gott einfallen. Aber nicht in dem Raum. Das ist es. Du willst, du musst dir nur bewusst machen, ich schläge immer nur eins in der Zähne. Du willst es bewusst auf der One sein. Ego. Das Ego prügelt sich selber aus dir heraus. Das ist der Weidezaun. Das ist der Rudi. Ich glaube, es doch an den Rudi. Das ist alles sofort. An dem Wissen, an den Menschen vom Rudi, das wüsste ich alles irgendwann mal so. Ich will ein absoluter, der berühmte Nietzsche, den ich mir jetzt ausdenke, und ich habe eine schöne, ich kann den ja zu, aber es wäre
die ohne mich, was kann ja ein Nietzsche, den ich mir ausdenke, anders wissen, wie ich mir denke, dass er weiß. Und der berühmte Gott ist tot, wo man dann meint, der Ort ist gar das Gegenteil. Es gibt keinen größeren Christen wie Nietzsche, wenn du die Tagebücher liest, der sagt, das Problem ist nicht im Nicht-Einverstanden-Sein. Und ich will jetzt ein Ja-Sager werden, ein absoluter Ja-Sager zu allem. Das heißt, ich will bloß Ja sagen. Das ist Einverstanden-Sein. Das ist das Große. Das einfach fordert dein Wille geschehen. Ja. Nehme dein Kreuz auf dich und folge mir. Und du wirst meinen, die Buddha ist extrem einfach zu tragen. Es ist bloß dein Ego rebelliert innerlich, weil du meinst, das brauche ich zum Überleben, das brauche ich zum Überleben. All das ganze Zeug. Das, was du brauchst, ist den, der dich jeden Morgen wach werden lässt, als der, der du zu sein glaubst. Und wenn du wach wirst, das habe ich so oft gesagt, du jetzt, als der, der du bist, muss dir eins klar sein. Du kommst aus nichts. Machst du dich jetzt ein vor, ich war im Bett liegen, ich habe geschlafen, ob ich jetzt was träumt habe oder nicht. In dem Moment, sagen wir mal, du wirst ganz bewusst wach. In dem Moment ist schon mal, wenn du in dich reinschaust, dieses Körpergefühl, dein Leben da. In dem Moment, was du noch einmal bist, selber dumm ist, wenn du die Augen aufmachst. Weil du dir nicht raussuchen kannst, wenn du wach bist. Dann ist der erste Blick Augenaufwecker, was du in der Früh um 3 wach. Und so wenig, wie du dir den Punkt raussuchen kannst, wenn du wach wirst, genauso wenig kannst du in irgendeiner Form abends steuern, dass, wenn du einschläfst. Du kannst es nicht steuern, du kannst es Wachmann nicht steuern und das Einschlafen nicht steuern. Du legst dich hin, machst die Augen zu und dann nochmal durch immer wieder den Vergleich. Mein 22 Uhr 8 Uhr Beispiel habe ich 1000-fach im Fahrrad durchgespielt. Da die Zeit, wenn du aufmachst, die Augen, wie die Zeit anders ist. 3 Uhr, 3 Uhr 10, du grübelst, die Zeit geht nicht rum. Das ist übrigens das Gefühl, hast du bloß, weil du willst, dass morgen ist. Du bist schon wieder nicht einverstanden. Du wirst merken, dass wenn du grübelst und du begreifst es, morgen, was ist es jetzt? Dann wirst du inspiriert, wenn du am Bett liegst ohne Ende, dass wenn du auch schon, boah, habe ich halt keine Gedanken. Dass du gar nicht morgen haben willst, weil du merkst, wie geil das jetzt ist. Aber wenn du nur sagst, hör, geh die Nacht rum, ich will endlich aufstehen, wieder was tun. Ich will wieder was tun. Da hängst du fest ohne Ende. Und da kann ich bei euch jetzt bloß sagen, dass der Knick im Bleifeld-Vortrag mit Bewusstsein richtig heiß wird, das erste, wenn man so an die 50, 60 liegt. Jetzt machen wir das nicht grob fest. Ich mache immer gerne mal Jan Jakob jetzt, der Chef von der Firma. Der war ja als 19-Jähriger schon ganz voll. Dieser große Firma, sein Vater hat dann gesagt, der hat dann die ersten Jahre der Bücher geschrieben. Da war er nur bei mir studiert. Und dann musst du doch das Leben und das, was immer geschrieben hat, wo ich gesagt habe, bevor du mindestens 40 bist, kannst du das intellektuell begreifen, aber es ist so weit weg vom Installiertsein. Und jetzt ist der gereift, die letzte Zeit, jetzt seit Weißenburg, wo er 40 geworden ist, im Weißenburg-Vortrag, ja, die Konstellation, wo er geboren wurde. Das hätte ich euch in dem 2001 in dem Jakob-Vortrag schon erklären können, dass der 2001, dass er hier im Weißenburg-Vortrag das zu hören kriegt. Aber es nützt nichts, weil das zu filmen. Wo dann jetzt die mit der Schallplatte, wo ich in die vergangen bin, was sagt, hast du mir das damals nie erzählt? Also wenn ich dir alles erzählen würde, was dich interessiert, dann wird mir ewig dauern. So, das ist, man war das so interessant, du hast mir das nie gesagt. So, und dann würde ich dir dieselbe Entdeckungsfreude nehmen. Das ist immer so eine Sache, interessant wird, wenn dir selber sowas auffällt. Und dann musst du jetzt noch suchen. Welcher Physiker fängt an, das, was er gelernt hat, was ihm vollkommen logisch erscheint, in Frage zu stellen? Du bist dich, heißt immer wieder, wenn du aufgehört hast, deinen eigenen Glauben, deine Logik in Frage zu stellen, hast du aufgehört zu leben, dann funktionierst du wie eine Maschine. Dann ist alles logisch. Einmal die Frage stellen, kann das überhaupt sein? Diese Filmbeispiele. Leinfeld-Vortrag, wo ich darauf hinweise, wo man die Helga das neue Buch über neue Wassererkenntnisse gibt. Da lese ich, da habe ich die erste Seiten, wo ich aufschlage, habe ich schon 20 Stellen angestrichen. Wenn ich lese, wie ein Wassermolekül aufgebaut ist, haben vor über 200 Jahren schon von Humboldt und der geile Sack beschrieben. Ich sage auch, wie? Da hat es noch nicht mal ein Mikroskop gegeben. Wie? Du lernst das? Du weißt doch, ist das logisch? Und dann rezitierst du das, vor allem, dass dann hier die Wassermoleküle natürlich noch zwei Teile Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom hat. Und dann lernst du, dass ein Wasserstoffatom ein Proton hat, zum Beispiel ein Isotop 1 und ein Elektron drum umgeht. Mendeleev 1850 entdeckt. Wir werden das entdecken. Und dann stellst du dir das Wassermolekül vor und das Wasserstoffatom vor. Jetzt baust du das auf. Aber kann das sich nicht nur einer aufbauen, der vorher auf dem Programm das Wissen hat, dass er die Bilder macht wie beim Computer? Aber kann ich das auf dem Bildschirm entdecken? Kann auf dem Bildschirm überhaupt was sein, was nicht vorher auf dem Programm ist? Das bist du.
Ich weiß übrigens, wie der Humboldt und der Geiler sagte seinerzeit in Dickkomm. Die haben nämlich an die Dankfest gefeiert und sie entschuldigt nur. Und dann, ich hab's gesehen, das Wassermolekül, das schaut so aus. Ich seh's auch. Ja. So ist ein Wassermolekül. So läuft es. Das sind ganz subjektive Ideen. Selbst der Kopernikus, habe ich tausende Beispiele. Ich sage mal, ich habe mal gestritten, weißt du, wovor noch, was ist noch? Was hier denn? Mit der Sonne, die sich bewegt. Da hat sie einen Vortrag organisiert, weiß ich noch. Und da war das Hauptthema, dass ich sage, jetzt pass auf, ich habe so viel Selbstbewusstsein, dass ich ganz ehrlich sage, man hat mir erzählt, dass ich Sterne bewegen nachts. Wenn man mir das nicht erzählt hat, Robert, ganz ehrlich, mir wäre das nie aufgefallen. Wenn ich hochschaue, stehen die wie eine Eins. Ich kenne jetzt Sternschnuppen. Aber mir wäre das nie auffallen, dass die sich bewegen. Ich wüsste es gar nicht, wenn man mir nicht erzählt hätte. Ja. Lass das auf dich wirken. Wenn man mir das nicht erzählt hätte, wüsste ich das ja gar nicht. Aber habe ich jemals mir die Mühe gemacht, ob das, was man mir erzählt, dass das so ist, dass das richtig ist, dass das bewiesen ist, habe ich mir jemals eigene Gedanken gemacht, ob man das überhaupt beweisen kann? Wie definierst du eigentlich einen Beweis? Jetzt baut alles auf Axiomen auf. Axiome ist eine Grundannahme, die allgemeingültig ist, wissenschaftliche Definition. Eine Grundannahme von etwas, ein Denken, das allgemeingültig als richtig anerkannt wird, obwohl man das nicht einmal beweisen kann, wenn man wollte. 99% aller religiösen, bei Religion ist es 100%, 100% des religiösen und esoterischen Glaubens sind Axiome. Das heißt, es sind Grundannahmen, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Wie willst du überprüfen, ob Jesus gelebt hat? Wie willst du überprüfen, ob der gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wurde? Es erfordert blinden Glauben. Wie willst du überprüfen, dass du 7 Chakren eben? Es ist Vorstellungen, die du dir aufpasst, weil was dir erzählt hätte. Schwamminhalt. Bei der Naturwissenschaft ist es 99%, bei der Religion Esoterik 100%. Da kann man eigentlich Sachen als logische Konstrukte überprüfen, aber 99% nicht. Also die ganze Chemie kannst du nicht überprüfen. Das heliozentrische Weltbild kannst du nicht überprüfen. Selbst den Abstand der Sterne kannst du nicht überprüfen, weil du siehst ja, die alle, die sind ja nur Punkte. Und dass die so auseinander sind oder so unterschiedlich groß sind, das ist jetzt alles Vorstellungen, die nur einer hat, der das Wissen hat. Das hat er noch nie ein heliozentrisches Weltbild gesehen. Oder dass die ja der Kugel ist. Schattenfrau, ja, die Astronauten haben es doch gesehen. Ich sage, das ist doch auch ein Wissen, das du vom Hören sagen kannst. An was denkst du bei dem Wort Astronaut? An einen Affen, der in der Rakete fährt, hochfliegt und dann siehst du, dass die Erde cool ist. Aber den erschaffst doch du jetzt. Könntest du dir den ausdenken, wenn man dir das nicht erzählt hat? Dass der von da oben die Erdkugel sieht? Könntest du dir das denken, wenn du das nicht auf der Wissen auf den Schwung aufhörst? Wenn du das nicht im Arbeitsspeicher hast? Da dreht sich Robert, darum dreht sich aus. Und jetzt was wichtig ist für euch zwei Burschen. Es geht nicht, dass ihr jetzt meint, es wird besser, wenn ihr das irgendjemandem um euch herum erzählt, weil du musst dann Gedanken von dir nicht so erzählen, der ist schon wieder weg, wenn du an dich denkst. Das ist Ballen vor die Säue werfen, so auf Herz Jesus. Darum betone ich, wer ist den, der mich jetzt ausdenkt. Und alles, was der Udo jetzt erzählt, wenn ich, was ich behaupte, eine Figur in deinem Traum bin, der uns ausdenkt, muss dir eins klar sein, eine Figur in einem Traum erzählt das, was der Traum in den Geist träumt. Das heißt, diesbezüglich stehst du in der Hierarchie der Mächtigkeit eins über den Udo. Aber ich stehe mehr als eins über den, mit dem ich jetzt spreche. Das ist die Adresse. Und das Schöne, wir müssen einfach aufmerksam machen, neugierig machen. Wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, also Baumer zitiert Johannes-Evangelium, wann betreten wir das Reich Gottes? Solange du nicht vom Neuen geboren wirst, wie war das nochmal? Solange du glaubst, du bist in der Vergangenheit, jetzt geht es dann übrigens weiter, wisse Nikodemus, solange du glaubst, du wurdest aus Fleisch geboren, aus einer Trockennasenäffin geboren, lebst du in einer Welt ständiger Verwesung. Erst wenn du begreifst, dass du von Augenblick zu Augenblick aus Geist und Wasser entspringst, nach Luther übersetzt, bist du Geist und du bist Gott.